Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns die besten Alternativen zu Microsoft Power BI an. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann, und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Oft ist es schwer herauszufinden, ob die gewählte Software die richtige Software für deinen Anwendungsbereich ist. Aus diesem Grund habe ich mögliche Alternativen für dich zusammengestellt, die im Vergleich zu Microsoft Power BI am besten abschneiden. Kommen wir nun zur ersten Alternative zu Microsoft Power BI, und zwar Tableau Software. Diese wurde 2003 eingeführt und ist als Goldstandard in der Datenvisualisierung bekannt. Im Vergleich zu Power BI hat Tableau einen großen Vorteil in Bezug auf die Datenvisualisierung, was sich in den Bereichen wie Benutzeroberfläche, Datenexploration, interaktiven Visualisierungen, Bereitstellung überzeugt. Da Tableau Desktop verschiedene Schnittstellen zu Tracking Tools und Webanalyse zur Verfügung stellt, bietet sich dieses Tool für effiziente Analysen und Visualisierungen an. Es können auch lokal gespeicherte Daten in Tableau natürlich geladen und wenn nötig mit anderen Datenquellen verknüpft werden. Tableau ist einer der erschwinglichen Tools in der BI-Branche mit seinen ansprechenden Visualisierungsmöglichkeiten, die es unter anderen Software herausragend machen. Wenn dein Unternehmen nach einem BI-Produkt oder Reporting-Tool sucht mit ausgefallenen Diagrammen, um es dem Vorstand zu präsentieren, dann ist Tableau definitiv immer die erste Wahl. Wie hier zu sehen, kommen wir nun zu den Kosten, und diese sind hier auf der Webseite von Tableau mit $70 angeführt. Dabei ist inkludiert der Tableau Desktop, der Tableau Prep Builder und auch die Lizenz für den Tableau Server oder auch Tableau Online. Zu guter Letzt habe ich noch zu Tableau auch Kundenerfahrungen mitgebracht, und zwar hier zwei Kommentare, und zwar das erste beschreibt, es macht es sehr einfach, grundlegende Funktionen zu lernen, aber für fortgeschrittene Funktionen in Tableau benötigt es SQL-Kenntnisse. Ein weiterer Anwender schreibt, für Storytelling ist Tableau eine großartige Software. Kommen wir nun zur zweiten Alternative. Diese ist Qlik. 9 Jahre lang behauptete Qlik seinen Platz als führendes Unternehmen im Magic Quadrant von Gartner für Analytic und Business Intelligence. QlikSense ist eine Self-Service Business Intelligence Lösung, und dabei können Anwender anhand von Fragestellungen selbst bestimmen, auf welche Aspekte der Auswertung sie sich fokussieren wollen. QlikView eignet sich insbesondere für eine umfassende Datenanalyse von Informationen aller Art, weil Layout und Design sich mit Hilfe der umfassenden Diagrammarten und Konfigurationen detailliert abstimmen lassen. Diese Software ist selbsterklärend und leicht erlernbar. Mit Hilfe von Drag and Drop lassen sich schnell eigene Analysen und Dashboards entwickeln. Zudem ist die Cloud-Version QlikSense für die mobile Nutzung bestens optimiert und kann von Außendienstmitarbeitern beim Kundeneinsatz beispielsweise verwendet werden. Es ermöglicht auf Basis vieler unterschiedlicher Datenquellen die einfache Erstellung von Berichten. Neben einer Menge bekannter Datenbanksystemen und Flatfiles können auch Daten von Salesforce, Amazon, Google Analytics und über REST integriert werden. Auch hier sehen wir uns nun die Preisgestaltung von Qlik an. Diese ist zu dem Zeitpunkt bei QlikSense Business für $30 pro Anwender im Monat zu erhalten. Sehen wir uns auch hier dazu Kundenerfahrungen an, die Qlik im Einsatz haben. Ein Kommentar ist, dass das Beste an QlikSense die Geschwindigkeit, mit der es große Datenmengen analysieren und zuordnen kann. Ein weiterer Anwender beschreibt, dass QlikSense sich sehr gut für Unternehmen ohne einen richtigen Data Warehouse eignet. Nun, zu guter Letzt sehen wir uns nun die dritte Alternative an zu Power BI, und zwar ist es
IBM Cognos. War doch Cognos in der Vergangenheit eher nüchtern ausgerichtet und hat Entwickler als Zielgruppe bedient, ist es heute sehr viel stärker auf den Endanwender ausgerichtet und bietet mächtige Data-Exploration und Visualisierungsmöglichkeiten, die einen Einsatz in agilen Self-Service-Organisationsmodellen erlauben. Die anwendergeführten Self-Service-Funktionen erlauben die einfache Extraktion der relevanten Daten und das Erstellen von interaktiven Berichten. Eigene Datasets können ohne Expertenwissen selbst erstellt werden. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche erfordert die Berichterstellung kein spezielles Know-how. Eigene Dashboards können auch hier per Drag-and-Drop-Technik zusammengestellt werden. Unterschiedliche Vorlagen und Stile erlauben es, professionell aussehende Berichte mit wenig Konfigurationsaufwand zu erzeugen. Im Bereich der Datenmodellierung ist die Anbindung von verschiedensten Datenquellen möglich. Unter anderem werden Datenquellen wie DB2, Oracle SPS, Informix-Datenquellen, Microsoft SQL Server, ODBC, Oracle-Datenquellen, SAP, BW-Datenquellen, TM1-Datenquellen, XML und viele weitere unterstützt. Sehen wir uns auch hier die Preisgestaltung von IBM Cognos an, und zwar ist dieses das günstigste aller drei Alternativen, und zwar für $10 pro Benutzer und Monat erhältlich. Auch ein paar Kommentare habe ich dazu gefunden, und zwar wird IBM Cognos von Anwender als sehr intuitiv mit wenig Kenntnissen in SQL, die eine sehr einfach zu erlernende Software ist. Der Hilfeteil sei bei der Cognos Benutzeroberfläche ebenfalls sehr hilfreich. Ein weiterer Anwender schreibt, es ist sehr einfach und funktionsreich. Wir haben etliche Abfragen problemlos in einen einzigen Bericht zusammengefasst, sodass dieser Vorteil gegenüber den meisten alternativen Lösungen. Kommen wir nun zum Fazit, und zwar: alle genannten Anbieter haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Die Entscheidung eines geeigneten Reporting-Tools und Analytic-Tools hängt von vielen Aspekten ab, darunter die Größe des Unternehmens, die Datenqualität, Budget und vor allem die Anwendungsfälle, die man lösen möchte. Es ist keine Eintagsaufgabe, daher empfehle ich, alle relevanten Entscheidungsträger, Datenersteller und Datenkonsumenten einzubeziehen, um alle Anforderungen klar aufzulisten und sich auf die wichtigsten Tools einzugrenzen und vor allem auszuprobieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.